Hey guys, it's me, Super Player 3. Keine Ahnung. The Secret of the Triangle Tower. Moment, den haben wir doch schon gemacht. Komisch. Also eigentlich nicht. Aber wir haben eine ähnliche Mission schon mal gemacht. Das kann man nicht abstreiten. So, wir suchen ja immer noch nach einem Ding und einer Starcoin. Vielleicht ist da ein Geheimlevel oder sowas. So, also das in diesen Dreiecken, das war ja hier. Ist ja vielleicht irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Ach, okay. Schon gefunden. Oh. Moment. Kann das sein, dass rein theoretisch für diese andere Shine Sprite ich... Oh mein Gott, ich hätte sie so schon erreichen können. Es hätte so schnell gehen können. Krass. Gut, wissen wir, falls wir mal einen Speedrun davon machen, was ungefähr niemals passieren wird. So, jetzt müssen wir nur... Oh, fuck. Ja, das wird... Ah, gut. Nicht gut. Ich habe mich so gefreut und dann sowas. Ja, wir haben ja kein Flat mehr, jetzt müssen wir aufpassen. Ich glaube, auf wie viel Leben ich habe, kommt es nicht mal so sehr an. Ah, scheiße, ich wollte gar nicht springen. Es kommt mehr darauf an, so... dass ich nicht runterfalle. So, und ich gehe davon aus, dass hier drin noch eine Starcoin auf uns wartet. Natürlich kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, aber die Chancen dafür stehen ziemlich gut. Oh Gott. Oh, okay. Also, wenn die Gegner besiegt werden, können sie mir ja nicht nochmal im Weg stehen. Nur die Bullet Bills, die sind ganz schön nervig. Vor allem noch so immer zielgesteuert. Okay, hier ist nichts mehr, außer dieser Gumba. Furz. Wir drehen einfach alles weg. Da oben. Okay, ich bin eh runtergeflogen. Ich hab's aber gesehen. Okay, an sich habe ich nichts gesehen. Aber ich habe ein scheinendes Licht gesehen. Und ich gehe davon aus, es ist die Starcoin. Oder die Shine Sprite. Eins von beiden. Eins von beiden wird es ja sein. So, nämlich, wo habe ich das gesehen? Schon wieder. Ich habe es gesehen. Hier oben, auf der Plattform drauf. Und es ist die Starcoin. Jetzt wissen wir zumindest. Rette ich mich zurück? Ist das mein Comeback? Nein, ist es nicht. Ich kann es zumindest auf die Plattform zurückschaffen. Oh, das ist nicht easy. Ich glaube, es ist auch nicht mal vorgesehen, dass ich von der Plattform hier dahin springe, sondern von irgendwo weiter oben. Aber ich will es so. Okay, ich hab's. Yeah. Geil. Schaffe ich es auch zurück? Ja, tatsächlich. Ha, geil. Ich hab's nicht mal selber geglaubt. Okay, damit haben wir alle Starcoins. Und... Oh, fuck. Ach, Mist. Da oben ist unser... Ding, was wir suchen. Oh, fuck. Ich dachte, ich könnte es so hoch schaffen. Oh. Wir gewonnen so zerronnen, liebe Kinder. Hey, bevor ich hier noch sterbe, ne? Schade. Okay, versuchen wir es auf die offizielle Art und Weise zu lösen. So, ist auch nicht mal so schwer. Haben wir... Ach, haben wir gleich. Jetzt. Okay, damit haben wir das Level auch abgeschlossen. Jetzt stehe ich hier unten rum. Ja, und jetzt haben wir alle Levels an sich hier geschafft. So, aber... Wer gut aufpasst, merkt, uns fehlen immer noch 7 Sterne. Aber kann man nichts machen. Gehen wir einfach mal in Bowser's Level rein. Was hier drin auf uns wartet. So, das ist die endlose Treppe. Die ich euch jetzt leider, glaube ich, nicht mehr demonstrieren kann. Oder mich selber. Weil die ist nicht mehr endlos. Boah, was ist denn da? Oh, ist das schon das Level? Nö, doch nicht. Wie geil. Es führt nicht mehr in ein Level rein. Es ist schon hier im Prinzip. Ach so, und dann... nach da hinten nehmen wir Kurs. Okay. Coole Cutscene. Oh, da ist dieser Meteor. Ach, die Musik. Diese Super-Remix-Musik. So. Aber ich glaube, hier gibt es auch noch rote Münzen vielleicht drin. So, glaube ich noch nicht mal, dass wir das Finale in diesem Part sehen können. Tut mir leid. Ich glaube zumindest, ne? Dass es nicht so ist. Ach, Mist, das ist ein... Ja, das war Vordergrund. Oh, oh, oh. Schmerzen.
Ich will die Münze. Ich brauche die Münze. Boah, läuft das Arsch langsam hier. Runde von dem, 1000 von den Gegnern, was weiß ich. Okay. Achso, das ist ja auch Boden. Seht ihr, ich bin immer verwirrt, was der Boden ist und was im Hintergrund. So, das war jetzt natürlich nicht die beste Taktik. Eine riesige Tür. Oder wir lassen es. Aber wir müssen da wahrscheinlich hin. So, hier wird ja wohl kaum noch ein Boss schon drin warten. Nur, das ist einfach nur so eine Eingangstür. Ein Schloss. Boah, wo gehen wir denn zuerst hin? Ich weiß nicht. Okay, komm, wir gehen links lang. Ah, fuck. Hey, ich habe nur einen Lebenspunkt, verloren. Ist doch super. Das ist doch eine Starcoin. Guck mal. Wollen wir natürlich auch haben. Keine Frage. Wie bin ich denn da hingenockt? Oh. Okay. Ist das auch eine Tür? Gehen wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob ich von da aus wieder zurückkomme. Ich glaube schon. Ein Leben. Leben ist gut. Ja. Apropos Leben, ich habe nicht mehr viel Energie. Ach Mist. Nicht das Feuer. Okay, ich lebe noch. Hey, darauf kommt es doch an, oder nicht? Ich lebe noch. Und dann geht der Boden weg. Übrigens konnte ich das nicht mehr steuern. Ich konnte Mario nicht mehr kontrollieren. Tja, ich und meine drei Leben hier. Das war gemein. Kann man nicht anders sagen. Ey, triff mich doch nicht. So, der Boden verschwindet unter mir. Zumindest an gewissen Stellen. Ach Mist. Nein! Oh Mann. Komm, bleib jetzt da drauf. Okay, Mario ist ausgepowert. Hä? Das hat er noch nie gehabt. Dass er... Also er kann ausgepowert sein. So ein bisschen, wenn nur ein Ding hat. Aber das wird kaum dargestellt. Wisst ihr? Jetzt haben wir zwei. Das wird immer noch nicht reichen, um irgendeinen Treffer von irgendwas auszuhalten. Ja, und haben wir schon mal die zweite Münze. Das ist geil. Ich glaube, das Spiel hat gesagt, nicht das Spiel, sondern das Schild oder so sagt da, glaube ich, ja, das musst du machen, um da hochzukommen. Ich wollte es. Ein Schlüssel? Oh, wir müssen drei Schlüssel finden. Tja, das ist eine Aufgabe. Wir können jetzt nochmal das Schild lesen. Ja. Okay, irgendwie sowas in der Art hat es wirklich gesagt. Guck mal, wie viel Leben ich gefressen habe, also das weggefressen wurde. Komm, wir füllen uns hier erstmal wieder auf und dann versuchen wir es noch anständig. Oh Gott. Was für eine Katastrophe, ey. Es hört nicht auf. Nein, er springt nicht. Ihr seht doch, wie der rumhüpft. Okay, nicht schlimm. Nein, doch schlimm. Oh, wieso ist denn der Checkpoint jetzt hier? Wieso kann ich nicht wieder am Raum anfangen sein? Okay, es ist echt schlimm, wie ich das Spiel steuere. Manchmal muss man wirklich sagen. Nein, er ist nicht gesprungen. So, und jetzt ist eh Desaster, weil jetzt hüpft er die ganze Zeit nur so unkontrolliert rum. Da. Ich konnte davon nicht mehr wegspringen. Von der Plattform, die runtergeht. Seht ihr, Mario, wenn er so in der Statur ist? Oh, er wird sich nicht treffen lassen, vielleicht. Okay. Okay, mal schauen, ob ich es irgendwie wieder zurückschaffen soll. Oder wie ich es zurückschaffen soll. Boah, das ist, glaube ich, die härteste rote Münzenmission. Wieso habe ich nur zwei? Hatte ich nicht drei? Oder hat der eine jetzt nicht mehr mitgezählt? Ich hoffe nicht, dass das der Fall war. Oh Mann. Okay, gib mir einfach das. Es ist schon alles stressig genug hier. Und wir gehen jetzt einfach mal da rein. Ich glaube, hier warten viele Bullies auf uns. Lässt irgendwas mich vermuten. Oh, schön wär's. Es ist einfach nur wieder Lava. Okay, Metall. Wow, aber für wie lange habe ich Metall? Es hört ja schon wieder auf. Oh, okay, die Plattform kommt wieder.
Okay, jetzt geh runter und ich muss mich scheiße nochmal beeilen. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Wofür Metall da war. Ich glaube, hier kriege ich auch einen Unsichtbarkeitspilz. Könnte vielleicht sein. So, Leben habe ich ausnahmsweise mal wieder voll. Gehen die hoch? Ja. Okay, wie weit gehen die hoch? Bevor ich... Die bleiben nur bis hier, ne? Gut. Geister. Was zur Hölle? Wieso Geister? Schlüssel 2 von 3. Okay, der Raum, der war jetzt bis jetzt, ist noch nicht vorbei. Ein bisschen angenehmer. Ach Mist, okay. Wir haben unsere Münze. Darauf kommt es doch an. Also bis jetzt war der Raum auf jeden Fall chilliger als der andere schon mal. Das ist echt fies, dass ich keinen Flat bekomme hier. Also bis jetzt. Ah, und da haben wir unseren Unsichtbarkeitspilz. Stern. Keine Ahnung. Damit ich auch wieder rauskommen. So, ich hab ihn noch nicht unendlich lange. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ach, komm schon. Spring doch! Wieso springt er nicht? Krieg ich das Leben? Ich krieg das Leben. Wo ist meine... Krieg ich keinen Schaden? Daran könnte ich mich gewöhnen. Vielleicht wird es auch einfach nur durch den Bug nicht angezeigt, aber sieht gerade so aus, dass ich keinen Schaden nehme. Jetzt öffnet sich das. Also habe ich wohl alles schon mal richtig gemacht. Was passiert denn jetzt? Wieso bin ich wieder hier? Ich bin nie hier reingegangen. Das hat der von alleine gemacht. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir die Sternmünze hier über die kriegen können. Also irgendwo hier muss ja noch ein Unsichtbarkeitsstern noch sein. Denke ich mal. Also hoffentlich. Okay, hier haben wir alles gesehen. Also gehen wir ein bisschen weiter hoch. So, mal schauen. Wie weit trägt die Plattform ein? Ja, das Leben, das kann ich mehr als alles andere gerade gebrauchen. Außer vielleicht ein Flat, den kann ich schon mehr gebrauchen. Die Schluchten zwischen dieser Plattform und der nächsten ist ziemlich groß. Du musst ziemlich kreativ sein, darüber zu kommen. Ich könnte Tauchen vorschlagen. Es ist gefährlich, rücksichtslos und erhöht deine Distanz ziemlich. Oder mit einer Spin-Attack oder mit einem Triple-Jump. Okay, wir probieren auf jeden Fall irgendwas. Bis jetzt geht das doch. Ach so, die Distanz hier. Okay, das schaffen wir. Ja, das kriegen wir. Noch eine Tür. Warum nicht? Das ist aber nicht, wo ich herkam. Nee, nee, das ist was ganz anderes. Ist das Kamek-Schloss? Oh. Nee, weil die Musik sich geändert hat. Aber hier kriege ich mein Leben wieder auf. Das ist nice. So, zumindest sollte das passieren. Und eine Münze, für die ich mich sehr begeistere. Und da oben sehe ich sogar schon Nummer 5. Ist doch geil. So, das freut mich. Gucken, wie ich hier irgendwie durchkomme. Oder auch nicht. Ich finde es komisch, dass sich die Musik geändert hat. Boah, guck mal im Hintergrund, dieses böse Bowser-Gesicht. Das ist ja in dem Background aus Mario 64, aber jetzt erst fällt mir auf, dass ein böses Bowser-Gesicht da ist. So, dann haben wir, damit haben wir Schlüssel von... Achso, 3 von 4? Da stand ja one more. So, wir spinnen einfach mal hier rüber. Es wird schon gut gehen vielleicht. Was ich hier mache. Ja, tatsächlich. Ziemlich Glück gehabt. So, anscheinend gibt es 4 Schlüssel. So, ich weiß gar nicht, warum dieses Schild so einen großen Rummel drum macht. Ich meine, so schlimm war es gar nicht, darüber zu kommen. Hier könnte es interessant sein. Wie so ein Flygeist. Also wenn Mario auf so einen Flygeist springt, dann dreht er sich automatisch. Keine Ahnung, wann so ein Soundeffekt kommt, wann nicht. So, nächste Tür. Noch eine Starcoin. Ach, da fällt man runter. Okay. Und
ganz schön viel Schaden. Hey, Mr. Todd, der ist eingesperrt, mit dem kann ich nicht reden. Cave, Schnee. Ich meine, überleg mal ein Bowser-Level und dann ist er auf einmal so ein Tannenbaum. Das ist echt verrückt. Kann ich hiermit fliegen? Ah nee, das ist die Unsichtbarkeit. Okay, dann können wir zumindest mit Todd reden. Hey, mein Junge. Ja! Ich bin im Bowsers Geheimlabor für 3 Jahre, schon seit 3 Jahren eingesperrt. Ich bin endlich gerettet. Bowser wollte gerade mit mir rumexperimentieren. Ich bin so froh, dass ich weg bin, bevor ich mutiert bin. Hier, gib mir etwas von deiner Unsichtbarkeitsmütze und ich kann uns hier rausbringen. Oh, zu viel Unsichtbarkeit. Oh, jetzt kann ich immer noch hier raus, der ist unsichtbar. Oh, und bevor ich es vergesse, das war... Hier war eine unsichtbare Plattform die ganze Zeit. Bis dann. Ah, ich glaube nicht, dass sie da... Oder vielleicht war sie schon da, wer weiß. Oder die ist erst gespawnt, weil ich ihn befreit habe. Oh, schaffe ich... Ah, das ist nicht einfach mit diesem Pinguin da. Okay, das können wir vielleicht diesmal schaffen. Ja. Ja, ich nehme mir eh keinen Schaden. So. Ach, ich bin sogar hier oben. Also wenn ich unsichtbar bin, dann nehme ich auch keinen Schaden. Ich kann getroffen werden, aber meine Leiste leert sich nicht. Also ist es okay. Ist halt der Schlüssel irgendwo? Oh, Moment. Da müssen wir nochmal runter. Da habe ich was übersehen. So. Cool, eine fehlt noch so. Das ist ganz schön Arbeit. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Jetzt aber. Das Problem ist ja, danach müssen wir das Level ja nochmal machen, weißt du? Weil das finde ich ist blöd gemacht, dass man nicht einfach mit dem Stern dann oder mit der Sonne dann weitermachen kann, sondern das Level nochmal machen muss und das ist ja ewig viel. Als ob jetzt auch noch Wüste ist. Was ist denn hier nicht, bitte? So, wieder böse Musik. Das sind alle 4 Bowser-Keys. Das wird jetzt, glaube ich, eine miese Herausforderung. Ich muss, glaube ich, daran vorbei. Nein! Scheiße! Wie geht denn das dann? Oh, ich will nicht wieder hier unten sein. Oh, das ist jetzt gut. Dass jeder Versuch... Lass mich mal springen. Dass jeder Versuch mich hier immer runterbringt. Nee, dann werde ich den nicht sammeln. Ich versuche, einen Flat zu kriegen und sie dann zu kriegen. So, das hat auch ein bisschen Zeit gespart hier. Ich versuche, einen Flat zu kriegen irgendwie und dann nochmal hier reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich einen kriegen werde in dem Level. Aber anscheinend ist das ja alles durchsichtig oder unsichtbare Löcher so bisher. Und man denkt, das ist überall Boden, aber anscheinend ist das nicht. Bevor ich es jetzt 100 Mal probiere, überlegt mal, jeder Versuch führt dazu, dass man das hier nochmal alles von vorne machen muss. Also, das ist es nicht wert. Das ist wirklich keine Zeit der Welt wert. Dann suchen wir uns vielleicht lieber eine cleverere Methode, statt es einfach blind zu probieren. Ach, lass mich mal in Ruhe jetzt. Ich würde echt gerne runter, aber naja, kann man nichts machen. Hoffen wir einfach mal, dass wir einen Flat finden und zurück können. Wir müssen ja eh noch eine andere Starcoin finden. Mit Unsichtbarkeit. Oh oh, das hat jetzt gar nicht geklappt. Sind wir wieder hier unten? Okay, gerettet irgendwie so ein bisschen. Schauen wir mal. Oder wo trägt ihr mich hin? Ne, nur bis hierhin. Ich meine, ich habe hier 7 Dinger. Aber wohin mit mir? Ah, das ist die letzte. Kabum! Und da spawnt mein schöner Shinesprite. Vom Flood ist noch keine Spur dort. Oh, wir haben 255 Münzen davon gesammelt. Ich gebe euch das mal. So, damit haben wir den. Ich wünsche echt, ich könnte hier weitermachen, ne? Nein, das Spiel muss mich wieder zurücktragen. Ah, oh, das ist so arschig. Tja, Freunde, dann im nächsten Part, den wir jetzt 100 Mal, also 100 Jahre lang Münzen hier zählen. Nächstes Mal machen wir genau das gleiche nochmal. Nur ohne, dass wir uns auf die Münzen fixieren. Aber naja, müssen immer noch gucken, wie wir 2 Starcoins sammeln. Und wenn wir das einmal haben, dann werden wir auch vielleicht Bowser hier oben finden. Also, bis zum nächsten Mal.